Der arme Müllerbursch und das Kätzchen. In einer Mühle lebte einmal ein Müller. Er hatte weder Frau noch Kinder, dafür aber drei fleißige und getreue Müllerburschen, die schon etliche Jahre bei ihm dienten. Als er nun älter wurde, rief der Müller sie eines Tages zu sich. Peter, Klaus und auch du, Hans, kommt einmal her, ich habe mit euch zu reden. Ja, Meister. Ja, hier sind wir. Was gibt's? Nun, ich will mich zur Ruhe setzen und einem von euch die Mühle hinterlassen. Der soll mich dann auch pflegen, wenn ich alt und schwach geworden bin. Und wer von uns soll dein Erbe sein? Das weiß ich selbst nicht. Ihr seid mir alle gleich lieb und wert. Darum sag ich, zieht in die Welt, und wer mir das beste Pferd bringt, der soll die Mühle haben. Die drei Müllerburschen packten also ihre Bündel und machten sich auf den Weg. Da Hans der Jüngste von ihnen war, gönnten die beiden anderen ihm die Mühle nicht und spöttelten. Hans, du kommst doch dein Lebtag zu keinem Pferd für unseren Meister. Das denke ich auch. Bleib doch lieber gleich zu Hause. Um die Mühle ist's mir nicht getan. Die könnt ihr gern haben. Doch will ich dem Meister, der immer gut zu uns gewesen ist, schon ein Pferd verschaffen, wie er sich's wünscht. Na, spottet nur, so viel ihr wollt. Ich mein, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Am Abend kamen sie an einen großen Wald. Da suchten sie sich eine Höhle, um dort die Nacht zu verbringen. Als sie sich niedergelegt hatten und Hans schon eingeschlafen war, da flüsterte Peter leise dem Klaus zu. Klaus, schläfst du schon? Nein. Was ist denn? Was meinst du dazu? Wir beide ziehen morgen schon vor Sonnenaufgang los und lassen Hans hier schlafen. Wenn er aufwacht und sieht, dass er von uns zurückgelassen ist, wird ihm die Lust vergehen, sich allein auf die Suche nach einem Pferd zu machen. Und so bekommt dann jedenfalls einer von uns beiden die Mühle. Eine fabelhafte Idee. Ja, sehr gut. Wir wecken ihn nicht und schleichen uns leise davon. Und so geschah es auch. Als die Sonne aufging und Hans erwachte, lag er allein in der tiefen Höhle. Von Klaus und Peter aber war nichts mehr zu sehen. Da haben mich die beiden doch wahrhaftig hier zurückgelassen. Die meinen wohl, allein traue ich mich nicht auf den Weg. Na, die sollen sich noch wundern. Hans kroch aus der Höhle und schritt munter in den Wald hinein. Als er eine Weile gegangen war, begegnete ihm ein kleines, buntes Kätzchen. Miau. Guten Morgen, Hans. Miau. Guten Morgen, Kätzchen. Was machst du denn hier so tief im Wald? Hier ist doch weit und breit kein Haus in der Nähe. Frag nicht, Hans. Miau. Sag mir lieber, ob du bei mir arbeiten willst. Miau. Bei dir? Kannst du mir denn auch Lohn zahlen? Das kann ich, Hans. Miau. Ich weiß, du brauchst ein schönes Pferd für deinen Meister. Miau. Komm mit mir und sei 7 Jahre lang mein treuer Knecht. Dann sollst du ein Pferd haben, wie du es schöner dein Lebtag nicht gesehen hast. Miau. Du bist schon eine wunderliche Katze. Aber wenn du mir wirklich zu einem Pferd verhelfen kannst, so will ich gern dein Knecht sein. Gut, miau. So komm mit mir, miau. Und so nahm die kleine Katze Hans mit auf ihr verwunschenes Schlösschen, das tief im Walde lag. Es gab da viele andere Kätzchen, die ihr dienten. Und alle kamen angelaufen, um sie zu begrüßen. Und die kleine bunte Katze, die ihre Herrin war, sagte, Miau, das ist Hans, der 7 Jahre bei uns leben und arbeiten wird. Aber heute ist er unser Gast, Miau. Stellt euch ihm jetzt vor. Miau, ich bin Minzi, das Kammerkätzchen meiner Herrin. Miau, und ich bin Tinzi, das Stubenmädchen. Miau, ich bin der Diener Munz. So, und nun beeilt euch und deckt den Tisch, Miau. Wir sind müde und durstig von dem langen Weg, miau. Können wir gleich essen, Tinzi? Natürlich, Herrin. Es ist alles fertig, miau. Minzi, Mund, schnell, trag die Speisen auf. Miau, miau. Tinzi, richte auch gleich für Hans ein schönes Zimmer her, miau. Die kleinen Katzen sprangen flink die Treppen auf und ab und bald konnten sie mit der Mahlzeit beginnen. Während sie nun aßen, mussten Minzi, Tinzi und Munz Musik machen.
Sie taten es so vorzüglich, dass es für Hans ein Vergnügen war, sie dabei anzuschauen. Minzi spielte Geige, Tinzi strich den Bass und Munz blies die Trompete, dass ihm fast die Backen platzten. Miau. Willst du mit mir tanzen, Hans? Nein, lieber nicht. Ich weiß nicht, wie man mit einer Miezekatze tanzt. Ich hab's noch nie getan. Seid mir nicht böse, kleine Herren. Das kleine Kätzchen war es auch nicht, denn es gefiel ihm, dass Hans den Mut hatte, der Schlossherrin einen Tanz abzuschlagen. So sagte es nur: So gut, Hans? Miau. Dann geh jetzt schlafen. Morgen musst du mit der Arbeit beginnen. Miau. Und ihr hört jetzt auf zu spielen und bringt Hans zu Bett. Miau. Miau. Komm, Hans, ich leuchte dir in deine Kammer. Miau. So, das ist sie. Miau, gefällt sie dir? Ei, Potzblitz, aber allemal. Hier werde ich wirklich schlafen können wie ein König. Miau, und nun gib deine Schuhe und Strümpfe her. Wir bringen dich zu Bett. Aber nein, bemüht euch nicht. Du bist heute unser Gast, Miau, und du sollst es gut haben. Miau. Und obwohl es ihm sehr merkwürdig erschien, ließen die Kätzchen es sich nicht nehmen, ihm beim Auskleiden zu helfen, ihn zu waschen und ihn zuzudecken. Dann löschten sie das Licht und Hans versank in tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen kamen die Kätzchen wieder und weckten ihn. Guten Morgen, Hans. Du musst jetzt aufstehen. Miau. Komm, ich wasche dich. Miau. Brr, ist das Wasser kalt? Das macht nichts, Miau. Das erfrischt dich. So, und jetzt lass mich dein Gesicht abtrocknen. Mit dem Schwanz? Ei, alle Wetter, Hans, du erlebst hier schon was. Als Hans gefrühstückt hatte, sagte die kleine Schlossherrin zu ihm: Miau. Und nun an die Arbeit, Hans. Bist du fleißig, bekommst du am Ende deiner Dienstzeit auch das versprochene Pferd. Miau. Ich werde mein Bestes tun, Herrin. Schön, Hans. Zuerst sollst du heute Holz klein machen. Miau. Im Holzschuppen findest du eine Axt, Keile und eine Säge aus Silber. Miau. Dann mähst du die Wiese und trocknest das Gras. Dazu bekommst du eine Sense aus Silber und einen Wetzstein aus Gold. Miau. Pass gut auf die Werkzeuge auf und stell sie alle am Abend wieder an ihren Platz. Miau. Und nun geh. Miau. So begann Hans seinen Dienst bei der kleinen bunten Katze. Die Zeit verging ihm wie im Fluge. Es ging ihm gut in dem verwunschenen Schlösschen. Er bekam sein gutes Essen und Trinken. Die Kätzchen, die immer lustig und guter Dinge herumsprachen, waren stets freundlich zu ihm. Und die kleine Schlossherrin mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Eines Tages sagte sie zu ihm: Hans? Miau? Da draußen liegt eine Menge Bauholz aus Silber. Auch eine kleine silberne Axt ist dabei. Bau mir noch ein Häuschen. Und wenn du damit fertig bist, bekommst du deinen Lohn. Miau. Als Hans das Häuschen gebaut hatte, waren auch die 7 Jahre um, die er bei der kleinen Katze hatte dienen sollen. Sie rief ihn zu sich und sagte: Du hast mir redlich gedient, Hans, und sollst nun deinen Lohn haben. Miau. Komm. Sie ging mit ihm zu dem Häuschen, das Hans gerade fertig gebaut hatte, und hieß ihn die Tür öffnen. Und was erblickte er dort? 12 spiegelblanke Pferde. So schön, wie er sie sein Lebtag noch nie gesehen hatte. Und bei deren Anblick ihm das Herz im Leibe vor Freude hüpfte. Miau. Sie sind schön, nicht wahr, Hans? Wahrhaftig. Noch nie habe ich schönere gesehen. Eins davon sollst du als Lohn haben. Miau. Aber nicht gleich. Pass gut auf, was ich dir sage. Miau. Geh jetzt heim zu deinem Müllermeister, und zwar in denselben Kleidern, in denen du gekommen bist und hier gearbeitet hast. Miau. In 3 Tagen aber komme ich dir mit deinem Pferde nach. Miau. Muss das sein? Weißt du, die anderen Burschen werden mich auslachen, wenn ich ohne Pferd und dazu noch in meinen alten Kleidern ankomme. Und der Meister wird denken, ich sei faul gewesen und hätte nur so in den Tag hineingelebt.
Das macht nichts, Hans. Lass sie nur lachen. Miau. Es soll nicht dein Schaden sein. Und nun geh. Als Hans heimkam, waren die beiden anderen Müllerburschen schon da. Beide hatten ein Pferd mitgebracht. Nur das eine war fast blind und das andere lahm. Und doch wurde Hans verspottet, als er zurückkehrte, weil er ja gar kein Pferd vorzeigen konnte. Na, Hans, wo ist denn ein Pferd? Warst wohl doch nicht gescheit genug, eins zu finden, was? Doch, es kommt in 3 Tagen nach. Na, das wird was Rechtes sein, wenn du dich schon schämst, es zu bringen. Meister, der Hans ist wieder da. Ah ja, komm schon. Na, Hans, hast du auch ein Pferd mitgebracht? Es kommt in 3 Tagen nach, Meister. Was? So. Aber wie siehst du denn aus, Hans? Nicht einmal ein neues Kleid hast du dir in den 7 Jahren verdienen können. Wie willst du da ein Pferd bekommen haben? Ihr werdet es schon sehen, Meister. Nun gut. Doch jetzt kommt. Wir wollen zu Abend essen. Du aber, Hans, du isst heute hier draußen. So zerlumpt, wie du aussiehst, kannst du nicht in die Stube. Nachher werden wir weitersehen. Als es Nacht wurde und alle schlafen gingen, ließen ihn die anderen Müllerburschen auch nicht in die Schlafstube hinein. Und so blieb Hans nichts anderes übrig, als ins Gänseställchen zu kriechen und dort auf hartem Stroh zu schlafen. Als Hans erwachte, da waren die 3 Tage auch schon um, von denen das Kätzchen gesprochen hatte. Der Müller saß mit seinen Müllerburschen gerade beim Frühstück, da hörten sie draußen plötzlich Schellengeläut. Nanu, was ist denn das für ein Geläut da draußen? Peter, schau doch mal aus dem Fenster. Ja. Meister, eine Kutsche nähert sich der Mühle. Eine Kutsche? Ja, von 6 prächtigen Rappen gezogen. Herrlich, wie ihr Fell in der Sonne glänzt und ihr Geschirr funkelt. Wahrhaftig, es ist aus Gold und Silber. Meister, die Kutsche hält vor unserer Mühle. Der Müller stürzte mit seinen Müllerburschen aus dem Haus, um den Gast, der sie da besuchen wollte, zu empfangen. Wie staunten sie, als aus der Kutsche ein wunderschönes Mädchen stieg. Es kam auf den Müller zu und fragte: Seid ihr der Müller hier? Ja, gnädigste Prinzessin. Denn ein so schönes Mädchen in einer solchen Kutsche musste doch wohl eine Königstochter sein. Und so war es auch. Sie sprach: Ich möchte euren Müllerburschen Hans sprechen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht unter den anderen. Der? Den Hans wollt ihr sehen? Er schläft im Gänsestall, Prinzessin. Er kam gestern so abgerissen zurück, dass ich ihn nicht in die Mühle hineinlassen konnte. Wie? Behandelt ihr so einen treuen Burschen wie den Hans, der bereit war, 7 Jahre lang bei mir zu dienen, nur um euch ein schönes Pferd zu bringen? Führt meinen Diener jetzt zu ihm. Die Königstochter schickte einen Diener mit prächtigen Gewändern zu Hans in den Gänsestall, der sollte ihn ankleiden und ihn zu ihr bringen. Und als Hans aus dem Gänseställchen heraustrat, war er so schön wie ein Königssohn. Und der Müller und seine Burschen erkannten in ihm fast nicht mehr ihren armen Hans. Da sprach die Prinzessin: Meister, zeigt mir einmal die Pferde, die euch eure beiden anderen Burschen gebracht haben. Hier, schaut her, dort stehen sie, Prinzessin. Wie ich sehe, ist eines fast blind und das andere lahm. Nun, hier ist das Pferd, das Hans sich redlich in den vergangenen Jahren verdient hat. Und sie winkte einem Diener, der am Zügel ein Pferd herbeiführte, welches so feurig war, dass es nicht mit 3 Beinen zugleich stillstehen konnte. Und der Müller rief: Oh, ein so schönes Pferd habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Dafür muss Hans natürlich die Mühle haben. Lasst nur, Müller, die braucht er nicht mehr. Und zu Hans gewendet, fuhr die Königstochter fort: Ich bin das bunte Kätzchen, Hans, dem du 7 Jahre treu gedient hast. Und dadurch, dass du dich nicht schämtest, bei einer Katze in Diensten zu stehen, hast du den Zauber gebrochen, der mich und mein Schloss lange umfangen hielt. Dafür sollst du mich nun auch zur Frau haben und alles mit mir teilen, was ich besitze. Ihr aber, Müller,
denkt immer daran, dass einer, der bescheiden ist wie Hans und nicht viel von sich her macht, darum doch was Rechtes schaffen und werden kann. Und die Königstochter nahm ihren treuen Hans bei der Hand, setzte sich mit ihm in die Kutsche und fuhr davon. Und als sie in den Wald kamen, wo das verzauberte Schlösschen gestanden hatte, waren da große Gärten und Springbrunnen. Und anstelle des kleinen Häuschens, das Hans mit der silbernen Axt erbaut hatte, erhob sich jetzt ein schönes weißes Schloss und alles darin war von Gold und Silber. Und Hans heiratete die Königstochter, die das kleine verzauberte Kätzchen gewesen war, und lebte mit ihr glücklich bis ans Ende seiner Tage.